So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin total müde, am liebsten würde ich mich jetzt einfach hinlegen ins Nest und schlafen. Es war wieder mal eine lange Nacht, ein langes Wochenende, alles GoFest-mäßig hin und her. Aber da habe ich die perfekte Lösung. Wir haben nämlich ein paar Energies zum Testen von der Marke Flying Power Extreme. Das ist komisch, denn ich habe schon alle Flying Power Sorten getrunken und getestet, die es da gab. Und vor allem auch gab es die Gaming Sorten, es gab die Extreme Sorten, es gab die Sour Sorten, super sour. Das scheinen wieder ganz andere Flying Power Extreme Sorten zu sein, weil die in der kleinen Dose kommen, statt in der großen Dose und mit ganz anderen Geschmäckern, als ich das kenne. Für Thumbnail, die Sonne scheint, ich kann jetzt leider kaum auf dem Bildschirm was erkennen, aber für Thumbnail versuche ich ja trotzdem, das mal hier so reinzuhalten. Dann wieder abzustellen. Dann aber unser Tastingglas. Ich habe das Tastingglas zurückgebracht, damit ich da besser einfach probieren kann und dann hier reinschütten für alles komplett. Wir haben eine weiße Flying Power Extreme Dose Energy Drink Kokos Heidelbeer. Kokos Heidelbeer. Erinnert mich an Gönnergy, oder? Dann haben wir eine rote mit Pfirsich Vanille. Pfirsich Vanille habe ich so noch nie gesehen. Da bin ich ganz gespannt, weil Pfirsich ist schön fruchtig. Vanille ist sehr cremig und eigentlich angenehm mild. Will ich mal schauen, wie das kombiniert. Und dann eine grüne. Das ist wahrscheinlich die unspektakulärste von allen. Da steht einfach drauf. Kaktusfeige. Also wie beim Booster. Booster gibt es ja mittlerweile auch Kaktusfeige. Deswegen mach mal die grüne mal zuerst auf. Werden das jetzt hier ins Tastingglas füllen. Obwohl, ich muss immer mal aus der Dose nippen. Da schmeckt es manchmal ja anders, als wenn du es einschenkst. Das ist die Drei-Gänge-Regel. Ein Nipper aus der Dose, ein Einfüller ins Glas für die Farbe. Oh. Die grüne Dose, da hätte ich jetzt mit was grün gerechnet, aber es kommt natürlich was komplett rosanes, rotes raus. Sehr perlig, sehr viel Kohlensäure, sehr schaumig, aber gerade erfrischend, irgendwie süß. Erster Eindruck war ganz okay, ich schütte mir mal hier das Ding rein und guck mal, wie es dann schmeckt. Ich habe noch nie Kaktusfeige an sich gehabt und gegessen, aber das scheint einfach der ganz normale Kaktusfeige-Geschmack zu sein. Und ich will nichts schlecht reden, aber ich glaube, das schmeckt mir sogar besser als das Booster-Kaktusfeige. Und da habe ich auch gedacht, ich kenne keinen Kaktusfeige, aber bah, würde ich nicht nochmal kaufen, ist mir zu speziell. Hier finde ich es irgendwie sogar ganz angenehm. Flying Power Extreme Kaktusfeige in der grünen Dose. Stellen wir es kurz wieder weg, widmen uns mal dem weißen Teil, weil das ist trotzdem irgendwie bekannt, weil das viele auch so machen. Kokos Heidelbeer. Da erwarte ich jetzt natürlich einen bläulichen Geschmack, wenn wir da Heidelbeere haben. Kurz mal aus der Dose. Ja, säuerlich wie Heidelbeer, künstlich Kokos dabei, also... Ich weiß nicht. Obwohl ich normalerweise Kokos-Fan bin und Kokos richtig toll finde, werde ich wahrscheinlich nie ein Fan von Kokos-Energy-Drinks werden. Hat eine leicht bläuliche Farbe, ist sehr hell, sieht eigentlich cool aus. Könnte kräftiger sein, damit es noch cooler aussieht. Aber der Geschmack an sich ist mir, vor allem weil jeder macht irgendwie Kokos-Heidelbeer. Kokos-Heidelbeer, Kokos-Heidelbeer. Mach mal Kokos-Erdbeer oder so. Mach mal Kokos-Orange oder so. Mach mal Kokos-Kokos oder so. Einfach mal nur Kokos. Aber immer diese Heidelbeere versaut es mir, glaube ich, ein bisschen, weil es mir dadurch zu säuerlich wird. Ah. Wie war das wieder? Oh, Kokos-Heidelbeer, beste. Oh, es ist so göttlich. Das ist die Nummer 1. Ich kann mit so einem Geschmack absolut gar nichts anfangen. Kokos Heidelbeer kann ich gar nicht mit. Da fand ich Kaktusfeige auf jeden Fall angenehmer, obwohl der schon ein bisschen säuerlich war. Jetzt sind wir mal gespannt, was der letzte bringt. Pfirsich Vanille. Ich erwarte eine sehr milde, leckere Frucht, Vanille, Creme, Note. Oh, ich muss erstmal aus der Dose trinken, Moment.
Das schmeckt gerade wie was Abgestandenes, aber nicht so säuerlich. Ich glaube, dieser Pfirsichgeschmack ist da und ist das, was ein bisschen so ins Dumpfe geht nach unten. Hat eine leichte Sekt-Prosecco-Note-Farbe. Schmeckt wie eine Flasche Robbie Bubble Pfirsich, Kinder, Sekt ohne Alkohol. Die Vanillenote ist ganz leicht mit bei, aber die können ein bisschen mehr Vanillenote mit dabei sein. So ist die Pfirsichnote extrem präsent, schmeckt halt wie ein kleiner Pfirsich-Sekt. Und ich glaube wirklich, dass mir Kaktusfeige am besten geschmeckt hat. Hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie, obwohl die anderen interessant sind, Kaktusfeige nur Kaktusfeige ist, halt war Kaktusfeige mit dem besten Geschmack hier vertreten. Jetzt schütten wir alles noch zusammen hier in dieses Glas. Wir schütten uns das mit einmal rein, mal gucken, was das wieder wird. Aber nämlich einmal hier diesen hier, der hier schön rosa um die Ecke kommt. Dann hier noch die Vanille mit dem Pfirsich. Hinterher, bitteschön, einmal hier, Heidelberg-Kokos. Ich muss in den Dosen überall einen ganz kleinen Schluck drin lassen, glaube ich. Da noch, da, hier ist glaube ich noch ein bisschen mehr. Ich habe schon so viel getrunken, so. Ein ganz kleiner Spätzer, dass die anderen auch mal probieren können. Ja komm, hier geht noch mal, so viel sollen sie dann doch wieder nicht probieren. Noch einen Schluck Vanille hinterher. Ich brauche ja was fürs Glas. Das Glas muss ja aussehen. Das Glas muss ja wirken, ja. Wirkt dieses Glas. Das hat eine sehr komische Farbe. Da ist auf jeden Fall genug drin. Dürften jetzt wieder 600 Milliliter sein. Und das war's von meiner Seite aus. Seid ihr Fans von Flying Power? Den Extremsorten? Den normalen? Ganz anderen Sachen? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Riecht auf jeden Fall wieder mega künstlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Normal beschlägt das Glas auch komplett und ist dann total angelaufen, aber hier sieht alles aus, als wäre es nur schleimig, als hätte er jemand Gelee reingefüllt. Und beim Trinken hast du schon das Gefühl, dass einfach alles wund wird. Man kennt das ja vielleicht, wenn man extrem scharf isst die ganze Zeit, ganz viele scharfe Chilis und Soßen, der brennt die ganze Fresse. Das ist nicht scharf, das ist aber so extrem säuerlich, sour, deswegen extrem sour vielleicht. Da brennt mir auch die Fresse und es klebt sich noch der Magen zu. Also da habe ich lieber mal eine schöne scharfe Soße. Deliziös als solche süße Plörre. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.